Drittligisten Dom Didier war es ohne Zweifel das Spiel des Jahres. Viel hatte man sich vorgenommen, nach 2 Minuten wurde man allerdings von der Realität eingeholt. Der Finne Ojala mit dem 1:0 für IBE. Dank Dom Didiers Torhüter Gonsalves blieb es bis zur Pause bei dieser knappen Führung. Doch dann legte IBE so richtig los und traf in regelmäßigen Abständen. Hier David Degen zum 3:0. Affolter erzielte das 4:0. Dann übernahm Marco Schnöli das Kommando. Zuerst traf er zum 5:0, dann zum 6:0. Den 7. Treffer erzielte Moreno Costanzo. Und dann war es wieder Marco Schnöli, der den Endstand erzielte. IBE gewann bei Dom Didier mit 8:0.